So, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Skyrim in Hübsch. Kein Drache, was? Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob Ja, der Drache sich natürlich. hier noch irgendwo aufhält. Dann laufen wir schon mal. Wir haben ja diese wunderschönen Teil. Und ich würde sagen, diesmal bleiben wir nicht so einfach auf offenem Feld stehen. Denn Nein, das zurück. war Er ist hier immer noch irgendwo. Romeo so Co. hat mich das gerade erwischt, als Schlimmste, wir fliehen was wollten. wir gemacht haben. Romeo, Aber rette uns. Er kommt zurück. hey. Da. Na, komm, dreh dich. Dreh dich. So kann ich dich nicht treffen. Zu spät. So, komm her. Oh. Ja. So, komm weiter. Töte ihn. Ihr seid tapfer. Oh! Nein! So, wo ist der hin? Da. Wow! Was ist los mit dem? So, komm her. Aua! Scheiße! Objekte. Trank. Trank. Nein, Trank der. Nein, nein, Trank der kleinen Heilung. Komm. So, wo bist du hin? Drache. So, weiter runter. Ich versuchte mal. Ja, genau. Oh, ich fürchte, alle sind tot außer ich. Na, hoffentlich nicht. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Holt ihn runter! Das ist die Gelegenheit! Oh, komm schon! Ah, fehlt nur noch so ein ganz. Wow! Wo bist du? Drache! Verdammt, wo ist der Drache? Ich sehe ihn noch nicht mehr. Ach nein, jetzt ist der Drache weg. Verteilt euch und geht in Deckung. Wir müssen ihn irgendwie verletzen. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Angriff per Bogen oder Magie. Da kommt er.
Ja! Nein! Ey! Ja, ich hab's geschafft! Nordfeinel, Drachenknochen. Ja, damit. Drachenknopfen, Eisenpfeile. Felsstielschuhe, brauch ich nicht. Gold, ja, Stahlpfeile, ja. Ich nehme auf jeden Fall den mal mit und den Zweihänder zum Verkaufen. So. Ja, wir haben es geschafft. Alle zurück. Was ist los mit mir? Juhu! Ich habe eine Seele bekommen, glaube ich. Ja. Unterschreie kannst du Magie-Menü kannst. Nein. Unterschreie im Magie-Menü kannst du Schrei unerbittliche Mast ausrüsten. Gut, das war nicht das Magie-Menü, das war das Magie-Menü. Schreie. Nein. Nein. Hä? Ach, da unten. Und Y. Das ist doch eine Scheißbelegung. So, ich muss zurück. Scheinbar schon. Ja, okay, dann laufen wir einfach mal zurück. Denn das sagt uns ja das Quest-System. Ich brauche unbedingt mehr falsch. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer. Es geht gar nicht. Aber der regeneriert auch schnell Ausdauer. Boah, wenn ich da an die Khajiit denke, die ich vorher bekämpft habe, war schon heftig. Die Luft ist so klar im Himmelsrand. Man kann bis in die Unendlichkeit sehen. Okay. Sie werden euch nie kommen sehen. Ach, jetzt kann man hier Geld dafür bezahlen, dass ich in Schleichen unterrichtet werde. Ja, machen wir natürlich direkt mal. Ne, eine weitere machen wir nicht mehr. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ihr ja. Könnt ihr viele schöne Dinge. Nein. Je länger wir durch Himmelsrand reisen, desto verlassener wirkt das Land auf mich. Okay. Was sagst du mir? Ich bin weit durch Tamriel gereist, um euch zu dienen. Ja, dann hätte ich gerne. Werft einen Blick darauf. Mal eure Ware gesehen. Vor allen Dingen. Nein. Jagdbogen der Schwäche. Schaden. Plus 21. Ja. Stahlhammer, nein. So, Eisenhelm ist. Das ist alles schwere Rüstung. Goldene Heizkette? Nein. Schade. So. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel sowas kann ich mir nehmen. Und Mondzucker. Und ein bisschen Salz wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, ne, Besen und so weiter brauche ich nicht. Aber ich kann ja selber jetzt noch was verkaufen. Und zwar würde ich gerne den alten Nordzweihänder, die Eisenaxt, verkaufen. Die würde ich auch verkaufen. Dann den Jagdboden. Und den Stahlzweihänder der Himmelsschmiede. So, weiter. Warte mal, beschlagen. Die sind beide gleich schwer und die kaiserliche Rüstung kostet mehr, also das weg.
So, dann ist es, was ist mit den Stiefeln? Gewicht 2, Gewicht 2. Ja, ich rüste mal lieber. Oh. Das wäre jetzt natürlich sehr klug. Den kann ich auch weglegen. Ein Pelzschild kann ich auch weglegen. Stahlrüstung. Ja, auf jeden Fall. Kommt auch weg. Und, ja, ich würde sagen, ich verkaufe den mal, um mir nachher was anderes zu kaufen. So, Bücher, nein. Ah, die Drachenknochen, die kann ich verkaufen. Ja, natürlich. Oh. Okay. Das wär's. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Ja, natürlich komme ich wieder. Aber erstmal gehe ich jetzt wieder und rüste meine neuen Sachen aus. Sag mal, kann ich... Okay, also ich kann leider nur eins davon ausrüsten. Da müsste ich aber als zweites noch was anderes ausrüsten. Vielleicht mein eines kaiserliches Schwert. Als eine Möglichkeit. Das wäre schon sehr nice, wenn man das so hätte. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Was braucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Gut. Dann sucht mal. Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Gut, wir gehen. Aber wir stellen vielleicht nochmal die Anzeige, die Helligkeit etwas höher. So. Sieht das Ganze auch etwas schöner aus. So. Da wir den Drachen jetzt gefunden haben und getötet haben, können wir jetzt zurückgehen. Okay, was haben wir hier? Und mal gucken, was wir dafür bekommen. Boah, die Ausdauerleiste geht aber richtig schnell voll. Muss ich sagen. Das ist ja schon heftig. So. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ja. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm war zerstört, aber es hat sich herausgestellt, dass... Wieso hat sich herausgestellt, dass ich so ein Drachenblut... Ich ja. Wusste, dass ich mich auf Irilend verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte an mir aufgenommen. Ja, so sah es also aus. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit,
eure Lebensessenz in einem Turm oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Das okay. ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So ich weiß es er nicht. Auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Fuß! Unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ich fragte mal. Mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies cool. ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Runga, geht nicht zu hart. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, ich habe einen Drachen getötet und ich bin Tane. Das bedeutet, ich bin höchster, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was ein Tane ist. Also, tut mir leid. So, auf jeden Fall, das war's heute wieder für die Folge. Ich guck mich mal noch ein bisschen hier um und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.